weiter geschlossen. Die Corona-Maßnahmen sollen wohl noch mal verlängert werden. Friseure können aber auf eine frühere Öffnung hoffen. Kritik am Impfstart. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Visier des Europaparlaments. Deutlich unter Null. Die eisige Kälte hat große Teile Deutschlands fest im Griff. Eigentlich sollte jetzt schon die Pressekonferenz in Berlin begonnen haben. Aber noch sitzen sie zusammen, die Kanzlerin sowie Ministerpräsidenten und Präsidentinnen. Und versuchen, sich auf einen Fahrplan für den Ausstieg aus dem Shutdown zu einigen. Wie geht es die nächsten Wochen weiter? Bleibt alles zu oder gibt es Ausnahmen? Andreas Huppert über die Streitfragen. Corona-Gipfel im Kanzleramt, die 21. Auflage der Bund-Länder-Gespräche. Und wieder sind die Erwartungen im Land groß, dass es endlich Klarheit gibt, wann, wie und unter welchen Voraussetzungen der Shutdown aufgehoben wird. Dass wir jetzt runterkommen mit unseren Inzidenzen, zeigt, wir sind auf dem richtigen, erfolgreichen Weg. Aber wir haben auch noch etwas zu tun. Wir haben, wenn wir im Schnitt bei 35 oder 50er Inzidenz sind, immer noch Bundesländer mit einer 100er oder 90er Inzidenz. Und deshalb will allen voran die Bundesregierung den Shutdown bis zum 14. März verlängern. Die Länder schreiben jedoch in ihr Papier den 7. März. Auch bei den Friseurbetrieben besteht noch Einigungsbedarf. Öffnen ja ab dem 1. März, sagt die Bundesregierung. Die Länder wollen den 22. Februar. Trotzdem atmet die Branche auf. Ja, das ist eine Perspektive, wo wir lange darauf gewartet haben, auf diesen Öffnungszeitpunkt. Und wir hatten ja gehofft, vielleicht schon etwas früher. Aber jetzt, wenn wir da die Sicherheit haben, dann freuen wir uns darauf. Wir werden uns vorbereiten. Eine Öffnungsperspektive, die sich auch der Hotel- und Gaststättenverband gewünscht hätte. Doch diese Branche muss weiter im Lockdown bleiben. Im Lichte sinkender Infektionszahlen erwarten wir, dass es hier eine konkrete Öffnungsperspektive gibt, ohne Datum, aber eben mit Definition der Voraussetzungen, unter welchen wir wieder öffnen dürfen. Die Opposition im Bundestag ist von den bisher bekannten Maßnahmen alles andere als begeistert. Es gibt einen weiteren Lockdown und keine Perspektive, gerade für Schulen, gerade für viele Familien und auch für die Unternehmen. Was wir jetzt dringend brauchen, ist ein echter Perspektivplan. Es geht nicht mehr, dass wir immer Ad-hoc-Entscheidungen einer Ministerpräsidentinnenkonferenz haben, sondern die Perspektiven müssen deutlich sein. Die müssen beschlossen werden im Deutschen Bundestag. Noch tagen sie im Kanzleramt, feilschen um Formulierungen und Termine. Noch gibt es keine Entscheidung, wie lange Deutschland im Shutdown bleiben muss. Ja, da frage ich gleich mal unseren Beobachter der Gespräche in Berlin, Theo Koll. Woran hakt es? Warum gibt es noch kein Ergebnis? Nun, das Kanzleramt ist in seiner Beschlussvorlage und dem Vorschlag, den Shutdown bis zum 14. März, also um weitere 4 Wochen zu verlängern, ziemlich forsch rangegangen und hat damit offensichtlich einige Ministerpräsidenten so verärgert, dass es heute Morgen ordentlich gekracht hat. So sehr, dass die Ministerpräsidenten erst einmal in politisch getrennten Runden getagt haben. Das Problem ist im Grunde ja das vertraute Dilemma. Kann man bei zurückgehenden Infektionszahlen dennoch den Shutdown verlängern, wegen der wachsenden Sorge vor den Mutationen? Die Linie verläuft da übrigens nicht nur zwischen Bund und Ländern, sondern auch zwischen den Ländern. Heute hat sich das schlicht auch an Daten festgemacht. Also Shutdown bis zum 7. oder bis zum 14. März. Und ist Haareschneiden wieder möglich ab dem 22. Februar oder dem 1. März? Ja, also Shutdown voraussichtlich bis rein in den März. Aber welche Ausnahmen soll es denn geben für Schulen und Friseure? Nach dem, was zu hören ist, gibt es so eine Art Pandemie-Doppelbeschluss. Mindestens 3 Wochen Verlängerung des Shutdowns. Friseure sollen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen. Und die Länder dürfen selbst entscheiden, ab wann sie Schulen und Kitas wieder aufmachen wollen. Also beispielsweise, so wie Sachsen das ja schon angekündigt hat, ab kommender Woche. Das Ganze bleibt ein Spagat zwischen unterschiedlichen Schäden, die die unterschiedlichen Wege ja anrichten. Wirtschaft und Bildung sind gravierende Verlierer bei Schließungen. Andererseits gesundheitliche Folgen plus erneute Shutdowns, wenn man den Mutanten dann freie Bahn verschafft. Der sich abzeichnende Doppelbeschluss jetzt wäre der erneute Versuch, beiden Seiten irgendwie gerecht zu werden. Danke bis hierhin, Theo. Wir sprechen uns natürlich sofort wieder, wenn es definitive Beschlüsse geben sollte. Was halten die betroffenen Menschen in Deutschland davon? Vom Shutdown, der möglichen Verlängerung und den Signalen in Richtung Öffnung. Wir haben sie in Magdeburg nach ihren Erwartungen gefragt.
Die Kinder müssen zur Schule, das merkt man auch, das Soziale fehlt. Und wie gesagt, wir selber als Eltern auch. Man kriegt zu Hause einen Koller langsam, weil man wirklich nur am Arbeiten ist. Zu Hause Homeschooling und Beruf noch unter einem Hut zu kriegen. Und ja, deswegen ist es schon mit 15. März jetzt wieder eigentlich ein Schlag, naja, ins Gesicht. Und meine Frau möchte die Haare gefärbt haben zum Beispiel oder sowas. Also Friseure grundsätzlich, ich sag mal, die haben ja alle ein Konzept ausgearbeitet jetzt schon Anfang des Jahres und haben halt geguckt, inwiefern, was muss man machen, dass das alles funktioniert. Naja, die Vorsichtsmaßnahme finde ich schon in Ordnung. Also es wäre nicht gut, wenn jetzt gelockert wird und es gleich wieder hochgeht, die Inzidenz. Also dann lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Natürlich gehen wir, hatten wir eben schon, Sie haben es eben schon gehört. Wenn die Schulen wieder öffnen, das kann wohl jedes Bundesland für sich entscheiden. Aber Familienministerin Giffey mahnt, hier dürfen wir keinen Tag verlieren. Es steht ja auch zu viel auf dem Spiel für Schüler und Schülerinnen, besonders für die, die sozial benachteiligt sind, die keine Computer haben und vielleicht auch noch Sprachprobleme. Ein Beispiel von Verena Garrett. Für Übungen für die Schule teilen sich Massa und Riad ein Handy. Auf dem kleinen Bildschirm Mathe machen, oft muss auch ihr Vater unterstützen. Nicht ganz einfach. Ich wollte einen Computer haben. Da könnte ich besser sehen und besser machen. Der Computer aber ist bei den Zayids finanziell nicht drin. Wie so vieles nicht. Die syrische Familie lebt von Hartz IV. Zu fünft wohnen sie auf 70 Quadratmetern. Dazu noch die Sprachbarriere. Eltern und Kinder sind mit der Situation überfordert. Bei meinem Sohn, das ist 4. Klasse, ist ganz kompliziert für mich. Das eigentlich, mein Sohn braucht einen deutschen Lehrer. Dann kann er um ihn sich kümmern mit dieser Sprache. Laut einer aktuellen Studie zeigt ein Jahr nach Beginn der Pandemie fast jedes dritte Kind in Deutschland psychische Auffälligkeiten. Besonders belastet durch die Kontaktbeschränkungen sind Kinder aus sozial schwachen Familien. Niedergeschlagenheit und Kopf- und Bauchschmerzen stiegen um jeweils ca. 10 Prozentpunkte und haben sich im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie damit fast verdoppelt. Kinder aus Familien mit wenig Einkommen wie Riad und Massa bekommen Unterstützung im Kinderhaus Mahlstatt. Bei vielen von ihnen ist die Schule die einzige Struktur, die gegeben ist. Und auch die fällt gerade weg. Fatal für diese Kinder, sagt der Leiter der Einrichtung. Es gibt kein klares Konzept, wie diese Katastrophe oder diese sehr schwierige Situation für viele, viele Schüler in irgendeiner Art und Weise zu lösen ist. Für Riad und Massa bedeuten die Nachmittage im Kinderhaus ein bisschen Halt in einer schwierigen Zeit. Und so sehen die Zahlen derzeit aus. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt laut Robert-Koch-Institut bundesweit bei 68. Binnen 24 Stunden haben die Gesundheitsämter 8.072 Neuinfektionen übermittelt. Dabei sind auch Nachmeldungen vom Vortag. Im Vergleich zum vergangenen Mittwoch bedeutet das ein Minus von rund 1.600. 813 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Auf Dauer sinken werden die Zahlen wohl nur, wenn mehr geimpft wird. Aber da hakt's ja bekanntermaßen. Weil die EU-Kommission zu spät und zu wenig Impfstoff für ihre 27 Länder bestellt habe. Diese Kritik musste sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zuletzt immer lauter anhören. Heute vom EU-Parlament, wo sie zwar Fehler einräumte, aber die europäische Strategie auch verteidigte. Anne Gelenek. Es war eine Einladung ins Europaparlament, die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nicht ablehnen konnte. Zu viel Kritik hat sich angestaut am Impfstart in Europa. Das Eingeständnis, man habe Fehler gemacht, kommt dann, kein Zufall, auf Deutsch. Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird. Eine Prise Selbstkritik. Zugleich verteidigt von der Leyen aber den gemeinsamen europäischen Impfstoffeinkauf. Die Mehrheit der Abgeordneten sieht das ähnlich, beklagt aber fehlende Transparenz in den Verhandlungen. Grüne und Linke halten die geschwärzten Verträge mit Impfstoffherstellern in die Kamera. Noch immer sei unklar, welches Land wann wie viele Dosen geliefert bekomme. Von der Leyens Auftritt komme zu spät. Frau Präsidentin, was wir bis jetzt gesehen haben, ist ein Mangel an Kommunikation, Ausweichen vor parlamentarischer Kontrolle, Weigerung, Journalisten Fragen zu beantworten. In einer Krise ist das Rezept für Desaster.
Die Linksfraktion fordert einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Von ganz rechts kommt der Appell zum Rücktritt. Stehen Sie zu Ihrer Verantwortung. Tun Sie Europa und sich selbst einen Gefallen. Treten Sie endlich zurück. Es ist überfällig. Von der Leyen will der Krise mit dem Blick nach vorn und einer Arbeitsgruppe begegnen, die die Impfstoffproduktion weiter ankurbeln soll. Ein Rücktritt von der Leyen kommt für die Mehrheit der Abgeordneten nicht in Frage. Mehr Selbstkritik und konkrete Antworten hätten sich schon viele im Parlament gewünscht. Von der Leyen aber duckt sich weg und überlässt die Antworten am Ende der Debatte ihrer Gesundheitskommissarin. Sich dem Insektensterben entgegenzustellen, das hatte sich die Große Koalition schon vor fast 1,5 Jahren auf die Fahnen geschrieben. Heute nun einigte sie sich nach langem Ringen auf das Wie. Zum einen sollen Lebensräume für Insekten besser geschützt, zum anderen der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln eingeschränkt werden. Viele Bauern sehen dadurch ihre Existenz bedroht und haben deshalb auch heute wieder demonstriert. Oliver Deuker berichtet. Jakob von Richthofen betreibt Ackerbau vor den Toren Hannovers. Getreide, Mais, Hafer, Zuckerrübe, 300 Hektar. Das Insektenschutzgesetz sieht er kritisch. Also ich würde schon sagen, dass die Landwirtschaft einen Einfluss auf den Artenrückgang hat. Wie hoch der ist, da gibt es eben verschiedene Untersuchungen und Studien dazu. Und das ist eben auch unsere ganz große Kritik, dass wir sagen, wir müssen dringend nach den Ursachen forschen, ergebnisoffen. Bringt ja nichts, irgendwie in Aktionismus zu verfallen, irgendwas zu machen, was aber nachher im Ergebnis dann nichts bringt. Mit dem Gesetz sollen Biotope wie Streuobstwiesen oder artenreiches Grünland als Lebensraum für Insekten stärker geschützt werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln soll gesenkt werden. Der Unkrautvernichter Glyphosat ist ab 2024 ganz verboten. Ich weiß aber auch, dass die Debatte zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsinteressen nicht immer einfach war in der letzten Zeit. Aber es ist möglich, beide Seiten zusammenzuführen. Ohne Artenvielfalt gibt es keine Landwirtschaft und ohne Landwirtschaft keine Artenvielfalt. Heute Morgen Trecker-Demo in Berlin, mal wieder. Insektenschutz ja, aber nicht mit dem Rasenmäher. Die Landwirte fürchten um ihre Existenz. Dieses Aktionsprogramm Insektenschutz ist eigentlich ein Exportprogramm für die deutsche Industrie und zur Zerstörung unserer heimischen Landwirtschaft, die unsere Bevölkerung mit hochwertigen Lebensmitteln versorgt. Und das ist ein Unding und ist auch ökologisch, weltweit gesehen ökologisch eine Katastrophe. Das Insektenschutzgesetz, keine Entscheidung für die grüne Wiese, sondern vom grünen Tisch, bemängeln Landwirte, die sich mehr Beteiligung daran gewünscht hätten. Um die angeschlagenen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland ging es heute im Bundestag. Und damit auch um die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2. Die Forderung der Opposition, das Projekt nach der Verurteilung von Alexei Nawalny zu stoppen. Außenminister Maas hielt dagegen, diese Sanktion träfe die falschen, indirekt etwa deutsche Unternehmen. Außerdem würde eine wirtschaftliche Isolierung Russland nur weiter in die Arme Chinas treiben. Ein staatliches Informationsangebot zu Gesundheitsfragen, wer kann dagegen etwas haben? Dass Google das Portal des Gesundheitsministeriums aber bevorzugt, das gehe nicht, entschied das Münchner Landgericht in einer einstweiligen Verfügung. Und darum geht es. Wer Informationen zu bestimmten Krankheiten googelt, fand bisher an prominenter Stelle eine Infobox, die vom Ministerium verantwortet wird. Erst danach dann Informationen kommerzieller Anbieter. Ein Unternehmen hatte geklagt wegen Verzerrung des Wettbewerbs. Wer in Polen heute einen der privaten Sender einschaltet, sieht meist das. Einen schwarzen Bildschirm. Der Text dazu: Hier sollte Ihr Lieblingsprogramm sein. Mit der Aktion protestieren rund 50 unabhängige Sender und Zeitungen gegen eine geplante Steuer auf Werbeeinnahmen. Sie werfen der nationalkonservativen Regierung vor, sie wolle so die Medienunternehmen schwächen und die Pressefreiheit einschränken. Die stärksten Schneefälle sind vorbei. Die Regie am Himmel übernimmt nun oft, berichtet Thomas Gonsior. Kalt, kälter, Karlsfeld. In Sachsen ist besonders im Erzgebirge Eiszeit. Die Fenster blind vor Frost, das Leben wie eingefroren. Auch auf Autobahnen. Stillstand im Schnee, bevor sich die Lage tags entspannt. Staus. Viele Lkw bleiben unterwegs, trotz Fahrverbots. Denn den Brummi abstellen ist oft unmöglich, wie hier zwischen Halle und Magdeburg. So ab 16 Uhr sind die Rastplätze alle voll.
Das ist egal, wo man hinkommt. Die Folge: Pause machen geht nur auf der Autobahn. Hier die A14 Sachsen-Anhalt. Schlafen auf dem Standstreifen. Die Wasserstraßen ebenfalls dicht. Nur der Eisbrecher kommt noch durch bei Osnabrück. Gesperrt der Mittellandkanal, der längste künstliche Wasserweg Deutschlands. Nochmal ins Erzgebirge. Da zeigt sich, auch fallendes Wasser kann erstarren, wenn Temperaturen so sehr stürzen.